Abend wieder bei Frequent Traveler TV um 19 Uhr auf YouTube für euch frisch gepresste Themen. Und zwar haben wir einmal eine Boeing 777 von Emirates, die vor sich hingefackelt hat. Da haben wir Bilder zu. Dann geht es weiter mit der Lufthansa, die auf ihrem längsten Flug 2 Stops einlegen musste. Erzähle ich euch die Geschichte natürlich auch. Weiter haben wir einen Deal-Zone-Deal. Der Deal-Zone-Deal, beinahe hätte ich den von gestern vorgelesen, der von heute ist mit der ITA in der Business Class 1419 Euro nach Miami. Eine coole Sache. Dann haben wir noch für alle, die über uns Kreditkarten genommen haben, für Chase eine Nachricht. Da gibt es Mehrfachpunkte, je nachdem, bei wem ihr einkauft. Dann gibt es noch eine interessante Geschichte. Wenn der CEO mit dem Privatjet fliegt, obwohl die eigene Fluggesellschaft einen Meltdown hat, wie es im Englischen heißt. Also das ist etwas, was mir quasi nicht in den Kopf will. Und Condor. Ja, Condor hat ganz klammheimlich, nicht wie beim letzten Mal die Einigung, sondern auch diesmal die Einigung über die Gehälter für das Cockpit und mit Verdi sich geeinigt, im Gegensatz zur Lufthansa. Also schaltet heute Abend ein, 19 Uhr Frequent Traveler TV, Berliner Zeit, geht los und kommentiert, Kanal abonnieren, Glocke, Like, ihr kennt das Spiel. Also bis dann, ciao.